Hi, ich bin Pauline und ich habe ein Problem. Ich bin 25 Jahre alt und ich kaufe mir immer noch viel zu viel Spielzeug. Die neueste Edition sind zwei My Little Pony Ponys. Die im Inneren glitzern! Die glitzern im Inneren! Sie glitzern. Einmal habe ich hier Princess Cadence. Seht ihr, wie es glitzert? Ich glitzert. Und dann habe ich Princess Twilight Sparkle. Es glitzert. Und die werde ich jetzt auspacken. Nein, keine Sorge, mir geht's gut. Schön. Diese wunderschönen zwei Ponys sind wieder was, wofür mich meine Freunde angucken werden und einfach nur so gucken. Aber guckt es euch doch mal an. Junge Dame, sie verlieren Haare. Langweilig. Die Flügel kann man ja nicht mal flattern lassen. Ich bin entsetzt. Es glitzert. Es ist so sinnlos, dass es wieder geil ist. Ponys. Alter, guck dir mal an, was die für ein Iro hat. Ja, kaum bin ich da, hat es eine übelste Sturmfrisur. Pony Nummer 1. So, jetzt kommt Twilight Sparkle dran. Krönchen ist abgefallen. Noch sieht sie ganz schön geleckt aus. Guck jetzt mal. Ich bin ein gebildetes Einhorn. Nicht wahr, meine liebe Twilight? So. Ab mit dem Haargummi und her mit der Sturmfrisur. Hey, die fliegen durch die Lüfte, die müssen eine Sturmfrisur haben. Auch Twilight. Sparkle glitzert. Aber das Beste ist, in Kredenzen sind Herzchen drin und Twilight Sparkle sind Sternchen drin. Hatte ich schon erwähnt, dass ich 25 Jahre alt bin und alle denken, ich sollte nicht mehr mit Spielzeug spielen? Die können mich mal am Bobbes lecken. Hübsches kleines Pony. Und jetzt? Jetzt habe ich zwei neue Ponys. My Little Pony Ponys. Aus der Serie Friendship is Magic. Friendship is Magic. Magic. Ich glaube, das war ihre. Und das war ihr. Jeden seine Krone, ne? Aber Cadence lässt sich regelmäßig die Zunge abdrücken, so eng ist die Krone. Wahnsinn. Aber wollen sehen. Ich habe jetzt 4 My Little Pony Ponys. Und 2 davon. Und ich glaube, es werden nicht die letzten bleiben. Jetzt in dem Zeitraum, in dem ich tatsächlich mal Geld habe, um mir die Sachen zu kaufen, die ich schon lange haben wollte. So geht es eigentlich allen jungen Erwachsenen, dass die das Spielzeug aus ihrer Kindheit kaufen. Nur viele wollen es sich nicht eingestehen. Nur ich, die mit dem Skelett im Hintergrund, kauft sich regelmäßig Dinos und Ponys. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem gar zauberhaften Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ich wieder wundervolle Spielsachen auspacken darf.
die ich mit meinem eigenen Geld gekauft habe, übrigens. Und ich werde mir jetzt angucken, was in diesem sinnlosen Prospekt zu sehen ist. Natürlich das, was ein Sammlerherz noch höher schlägen, vor allem schlägen lässt. Noch höher schlagen lässt. So, ich muss jetzt aufhören, bevor der Lehrauftrag vollständig verloren geht in diesem Video. Jetzt fragen sich alle, welcher Lehrauftrag? Oh. Mein Lehrauftrag, nehmt euch nicht so ernst. Man kommt so wesentlich besser durchs Leben, wenn man mit einer Tüte Selbstironie bewaffnet ist. Kann man dann so durch die Gegend streuseln. So, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin müsst ihr eure Spielzeuge selbst auspacken. Auf Wiedersehen.